Hey Kamil, ich lade dich ein auf meine Hochzeit. Das wird eine Riesenparty, sage ich dir. Ehrlich, wie schön, ich freue mich. Aber fette Party? Was meinst du genau damit? Was steht denn alles an? Okay, dann lass uns mal aufzählen, was wir haben. Den Verlobungsring, die Verlobungsparty, den Foto- und Videografen für die Verlobungsparty, Geschenke für die Eltern der Braut, Junggesellenabschied oder Henneabend, Hochzeitsveranstalter, Dekorationen, Blumen, Catering, DJ, Live-Musik, Foto- und Videografen für die Hochzeit und dann noch die Flitterwochen auf den Malediven, mein Anzug, das Hochzeitskleid, Eheringe, der Saal, die Torte. Okay, ich habe mitgeschrieben, das sind ja Kosten von voraussichtlich mehr als 40.000 Euro. Das ist ja ein ganzes Jahresgehalt von dir. Kannst du das nicht etwas reduzieren mit den Kosten? Puh, bestimmt. Aber dann bläst du es höchstwahrscheinlich ab und suchst dich einen neuen. Ja, okay, aber ich habe es dir gezeigt. Dann soll sie dich doch einfach einen neuen suchen. Mann, du hast recht. Roche, die Hochzeit ist abgeblasen.